Name ist Rosalie von Rauch. Geboren wurde ich um 1820 in Berlin und ich bin die zweite Ehefrau von Prinz Albrecht von Preußen, der dieses schöne Schloss hier erbauen ließ. Wir durften ja nicht mehr nach Preußen einreisen, weil ich war ja dort an dem Hof eine Persona non grata, weil ich war nicht standesgemäß für meinen Mann. Aber ihr kennt diesen Fleck ja, ihr seid ja der siebte Earl of Findlater, ihr kennt diesen Fleck. Ihr habt und den vertriebenen Fleck. Status kenne ich auch. Okay. Auch ich durfte in Schottland nicht mehr bleiben, auch als Pro, weil ich hatte leicht homosexuelle Anwandlungen und dadurch bin ich rausgeschmissen worden. Aus Schottland? Aus Schottland. Und dann hat es euch hier nach Dresden verschlagen? An sächsischen Hof, der August III. War ein guter Freund. Ich war auch sehr oft am sächsischen Hof und habe durch ein bisschen Mogelei das Grundstück hier. Mogelei? Diesen Weinberg hier gekauft. Und wieso Mogelei erzählt? Ja, weil das verschiedene Grundstücksinhaber waren und ich durfte ja keinen Besitz haben als Ausländer, als Schotte. Ah. Ja, und das hat mein Freund gemacht, der Herr Fischer. Der hat das alles organisiert und waren hier 5 Weinberge. Mhm. Und die gehörten unterschiedlichen Besitzern. Mhm. Und um die zum Kauf zu bewegen, habe ich einfach einen Antrag gestellt, die Bautzner Straße zu begradigen, weil da scharfe Ecke drin war. Ah. Oh, das war ja gefährlich. Und da haben die alle ihre Weinberge verkauft und dadurch bin ich zu dem Besitz gekommen. Von dem jetzigen Wasserwerk Saloppe bis rüber zum Blauen Wunder, was damals einmal stand. Ihr seid ja ein Fuchs, Earl of Findlater. Natürlich. Aber ein Glück für uns, ihr habt ja ein schönes Schloss erbaut, aber ihr konntet ja leider nicht drin wohnen. Ne? Ihr seid 1811 bin ich gestorben. Gleich in dem Jahr der Fertigstellung. Ja. Und der Herr Fischer hat dann in Helfenberg weitergewohnt und damit wurde das dann veräußert. Mhm. Na, ich habe gehört, dass da die Grund... Die Grundrisse sind ja noch Ja, also geblieben, wir haben unser schönes Schloss auf den Grundmauern eures Palais errichtet, Earl of Findlater. Und es gibt ein Gebäude, was ja immer noch hier stand, was zu meiner Zeit, schon stand. Und das ist die Wirtschaft. An dem der Winzer Müller. Bei dem Winzer Müller. Ah. Dieses Gebäude war ein altes Wirtschaftsgebäude. Da kann man heute noch Bausubstanz aus 1811 seinen Wein trinken? Ja, der ist zwar vielleicht jüngeren Charakters, der Wein. Der Wein, ja, so, sollte man meinen, müssen wir mal den Winzer Müller packen. Und später wurden das in Parzellen, also der Herr Fischer hat dann die Parzellen verkauft. Und so ging die Bebauung dann seitens von euch, seitens von den anderen zwei Elbschlössern. Und auch nicht zu erwähnen, konnte ja hier wirklich auch richtig schön baden und flanieren und auch zu unserer Zeit, deshalb haben wir es extra so angelegt. Ja, ich kenne noch die Zeit so nach dem Krieg, also ich kenne die nicht persönlich, ich habe das ja von oben alles beobachtet und verfolgt. Na, da waren ja erst die sowjetische Kommandatur drin, dann wurde es zum Pionierpalast erbaut. Die Kinder und haben die Zeit, ich habe hier spielende Leute gesehen, Kinder. Die geplanscht hier. Hier war wirklich ein Schwimmbad. Ach, das waren noch Zeiten. Da waren da drüben die Umkleidekabinen, da war eine Rutsche und hier waren auch wirklich viele Kinder da. Wunderbar. Und da war alles noch ganz. Und wenn man das jetzt anguckt, ist sehr traurig. Ja, ist seit Jahren, seit 2011 liegt es so brach. Wäre wirklich sehr schön, wenn sich Sponsoren finden. Richtig, Geld oder die Stadt vielleicht Geld in die Hand nimmt. Genau, und diesen wunderbaren römischen Bad. Denn von unten sieht das so fantastisch aus mit diesem römischen. Und man will aber nah ran, natürlich auch.